Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute packen wir gemeinsam das Noco Genius 5 aus und ich zeige euch, ob sich das Gerät für euch lohnt, ob es zu eurer Batterie passt und natürlich noch meine Meinung dazu. Viel Spaß! Das Noco Genius 5 hat sich mittlerweile unter die bisherigen Bestseller und den beliebtesten Ladegeräten eingereiht. Dazu gehört natürlich das bekannte Bosch C3 Ladegerät, der Klassiker. Die gesamte CTEC-Familie, genauer gesagt CT5 Time2Go, MXS5 und MXS10. Und nicht zu vergessen natürlich das Noco Genius 10 mit 10 Ampere Ladestrom, welches ich euch schon in meinem letzten Video vorgestellt habe. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr für ein Ladegerät nutzt und ob ihr vielleicht auch Fragen zu bestimmten Geräten habt. Wenn die Nachfrage groß genug ist, kann ich auch dazu ein Video machen. So, dann schauen wir mal rein. Das Noco Genius 5 wird wie alle Noco-Ladegeräte in einem braunen Karton geliefert. Darin befindet sich dann die tatsächliche Produktverpackung und unser Ladegerät. Wir haben hier die Bedienungsanleitung auf Englisch, Deutsch und weiteren Sprachen. Eine super praktische Wandhalterung, also gefällt mir sehr gut, gibt es jetzt nicht bei vielen Ladegeräten. Diese könnt ihr an die Wand in der Garage oder im Wohnmobil montieren und habt somit das Ladegerät immer griffbereit. Die Halterung lässt sich in eine der drei Aussparungen einklipsen und mit dem Klettverschluss festzurren. Damit hat das Ladegerät auf jeden Fall einen festen Halt. Und dann natürlich noch das Ladegerät selbst, mit den Anschlussklemmen für die Autobatterie und dem Netzstecker. Im Vergleich zu anderen Ladegeräten wirkt das Noco Genius 5 wirklich sehr klein. Ich bin echt erstaunt, wie es Noco geschafft hat, so viele Funktionen in so ein kleines Gehäuse zu pressen. Wenn man das mit anderen Ladegeräten vergleicht, ist das wirklich eine Leistung. Das Ladegerät kostet im Mittel um die 100 Euro. Die Preise variieren natürlich je nach Jahreszeit und Nachfrage. Im Winter sind Ladegeräte für Autobatterien aufgrund der hohen Nachfrage oft etwas teurer. Prüft einfach mal den aktuellen Preis. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Es gibt natürlich einige Ladegeräte, die deutlich günstiger sind, aber mir ist keins bekannt, das dem Funktionsumfang des Noco Genius 5 nahe kommt. Also wirklich gut. Wir haben hier einen 5 Ampere Ladestrom, mit dem ihr folgende Batterien laden könnt. Eine 12 Volt Batterie, 12 Volt AGM Batterien und 12 Volt Lithium Batterien. Zusätzlich noch 6 Volt Batterien. Im 12 Volt und 6 Volt Modus könnt ihr Nassbatterien, Gelbatterien und Calciumbatterien laden. Es wird also ein enormes Spektrum abgedeckt. Wo früher noch mehrere Ladegeräte erforderlich waren, reicht heute nur noch eins aus. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Zusätzlich gibt es noch einen Repair-Modus und einen Force-Modus für tiefenentladene Batterien. Das Ladegerät kann für Batterien mit einer Kapazität von 120 Amperestunden eingesetzt werden. Ehrlich gesagt würde ich bei einer Batteriekapazität zwischen 75 und 120 Amperestunden eher zu dem Noco Genius 10 greifen. Ich orientiere mich hier gerne an der 10%-Regel. Das heißt, der Ladestrom sollte in der Regel immer etwa ein Zehntel der Batteriekapazität entsprechen. Was aus meiner Sicht auf jeden Fall auch noch einen Pluspunkt gibt, ist die im Kabel integrierte Sicherung. Sollte es je zu einem Überstrom kommen und die Sicherung durchschmoren, ist diese leicht zugänglich und austauschbar. Bei anderen Ladegeräten ist das nicht ganz so einfach möglich und man muss hier oft erst das Gehäuse öffnen. Das ist jetzt natürlich wieder mehr Aufwand und das kann sich auch auf die Garantie auswirken. Also wirklich gut, dass man die hier so einfach austauschen kann. Wie bei allen Noco-Ladegeräten haben wir hier robuste Klemmzangen, die wirklich gut in der Hand liegen. Und den Schnappverschluss für eine komfortable Verbindung zwischen dem Ladegerät und den Klemmzangen. Wer keine Klemmzangen benötigt, sondern gerne Ringösen direkt an die Batterie schrauben möchte, kann hierzu einfach die Klemmzangen abschrauben. Das macht zum Beispiel Sinn in einem Wohnmobil oder einem Boot, wo die Batterie eben schwer zugänglich ist. Hier macht man sich nur einmal den Aufwand und schraubt dann die Ringösen an die Batteriepole. Der Komfortstecker wird dann gut zugänglich verlegt. So muss man dann zukünftig nur noch das Ladegerät an den Komfortstecker stecken. Ja, ich würde sagen, einfacher geht's nicht. Es gibt auch noch weiteres hilfreiches Zubehör, das über den Schnellkontaktstecker angesteckt werden kann. Auf jeden Fall für mich ein weiterer Pluspunkt.
Noko bietet hier wirklich für jeden Zweck etwas an. Das gesamte Zubehör findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Wie man das Ladegerät bedient, erfahrt ihr auf der Website elektronikzeit.de oder in den nächsten Videos. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ich euch weiterhelfen konnte. Ciao, ciao und bis bald.